Sag mal, Engel, filmst du schon? Sind Sie bescheuert oder was? Moment. Ja, moin, moin, Leute. Oh, der Engel, der filmt schon, ne? Der Idiot. Ich war noch mal eben schnell in der Büsche. Naja, ist halt so, ne? Also, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal zum Projekt St. Kalle im LS22. Und ich will mit euch heute mal die Scheibenegge ausprobieren hier. Das ist die Scheibenegge von Horsch, 4 Meter. Ganz normal Standard im im Programm. Das ist also kein Mod. Das einzige, was natürlich Mod ist, ist hier der schöne 615 LSA Turbo. Und ich denke, der hat genug Dampf, um das hier zu schaffen. Ups, oh Gott, ist ganz schlecht. Ja, ich war noch eben im Einpackmenü. So, Moment, mal gucken. Wie kriegen wir denn jetzt hier die Türe zu? So, Moment, da. Hä? Geht's aber, hä? Die Höhle auch nicht. Shit. Gut, bleibt die Tür auf. okay, es könnte ein bisschen staubig werden. Genau, das ist die Rückwärtsperspektive. wir klappen den Vogel mal auf. So, dann können wir, glaube ich, noch ein Stück zurück. So, Moment. So, und so sieht das Ganze dann von draußen raus. Schön aus. Wenn das Ding jetzt hier runter aseln. Braucht 140 PS. Wir sind also ein bisschen drüber. Ja. Und wir gucken mal, dass wir hier jetzt auch einen Kurs eingeben. Das sollte eigentlich kloppen. Das hätte ich mal vorher schon machen sollen, ne? So, ich habe eigentlich gedacht, dass beim Stoppel, dass jetzt die Scheibenegge mir hier den Stoppel wegmacht. Oder sehe ich das falsch? Oh Leute, ne? Ich und Landwirtschaft, ja? Das, oh Gott. So, also nichtsdestotrotz. Wir müssen den Acker hier bearbeiten. Hier war vorher Soja drauf. Boah, zieht er ganz gut weg, ne? So, da drüben ist der Drescher noch. Der ist gerade auf dem anderen Acker. Da ist auch Soja. Die Spalten ein bisschen zu weit, ne? Unglaublich, wenn man es hat, nicht ändert. So, jetzt aber. Ja, der macht einen ganz guten Job hier, der Fan. Auch wenn die Tür auf ist. Ach Leute, Mensch, ist so viel zu tun hier wieder. Ernte ist am Start. Dann haben wir in der letzten Folge, habe ich ja die Zuckerrüben runtergeeiert. Da ist vom Abfahren her bin ich da noch nicht ganz durch. Aber ich bin schon dabei und bereite den Acker vor. Dann habe ich
den Weinberg abgeerntet, den wir neu angelegt haben, und ja, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll gehabt. Da habe ich mir dann tatsächlich es nicht nehmen lassen und habe den Weinberg wieder runter, also weggerissen. Und den habe ich umgepflügt wieder und gegrubbert, dass das eine schöne Fläche ist. Ich weiß noch nicht, was ich drauf mache. Wahrscheinlich werde ich ihn, ja, ihn als normalen Acker nutzen. Werde aber noch mal ein bisschen Gras und sowas an den Seiten rüber ansehen, damit ich nicht so eine Riesenfläche habe, weil das brauche ich nicht. Ja, schauen wir mal. Ja, dann lass uns mal eben den Acker hier ein bisschen fertig machen. Und ja, wir können ja mal dazu ein bisschen Mugge reinholen. Ja, Leute, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Holt euch schon mal Popcorn. We'll be right back.
Ja, Leute, natürlich ist es immer an dem so, dass viel Arbeit, viel Arbeit auf so einem Acker ist und Safe Game Simulator, sorry for that. Und das lässt sich eben nicht verhindern, dass man dementsprechend auch ja mehr tun muss als vielleicht als man will oder ja als es den Anschein hat. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, ist egal was ich jetzt mache, ist die Arbeitsschritte an sich wiederholen sich ja sehr oft, ne? Und ich versuche mir natürlich immer ein bisschen was einfallen zu lassen mit Fahrzeugen, mit Anbaugeräten, dies, das, dass man auch ein bisschen Abwechslung hat in dem, was man da zu gucken kriegt, ja. Von daher seht es mir nach, wenn natürlich gewisse Arbeitsschritte in der einen oder anderen Folge eben ja doppelt sind, wie auch immer, oder ja, ihr sagt, oh Mensch, das haben wir eigentlich schon gesehen. Ja, stimmt, das ist dann leider so. Ich guck mal, was ich euch jetzt noch eben schnell zeigen kann, und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich hole euch mal wieder mit dazu. Ich war mal eben noch mal schnell hier beim Bäcker und habe mir noch mal zwei Brötchen geholt. Und mein kleiner Ballenwagen ist wieder ready. Der war eben, oder der war beim Händler. Von daher können wir den wieder abholen. Jo, heute ist ein bisschen wärmer. So, mit diesem Ballenwagen, das wollte ich euch noch zeigen, kann man natürlich nicht nur Ballen transportieren, sondern auch Paletten. Und ich will mal mit euch eben schnell zur Fabrik fahren und gucken, wie viel Paletten da mittlerweile stehen. Genau, das ist das, was ich euch jetzt noch zeigen kann. Der Rest ist noch in der Vorbereitung. So, dann müssen wir hier ins Gewerbegebiet. Ja? Industriegebiet St. Kalle. So, hier ist auch Einbahnstraße. Dann habt ihr hier einmal, was kann ich, was das ist hier vorne? Ist das die Molkerei? Ne, die ist hinten. Na, ist ja auch egal. So, hier rechts war die Zuckerfabrik. Die haben wir erworben. Also häufig erworben. Und hier ist genau, und hier ist nämlich die Ausgabe. Und wie ihr seht, oh, hier ist viel Lärm, ne? Ja, also hier ist die Getreidemühle und hier ist die Zuckerfabrik, also Zuckermühle. Und ist es leider noch gar nicht so viel da, wie ich gehofft habe. Lohnt sich also noch nicht abzuholen. Dann ja, können wir das hier erstmal stehen lassen. Hier hinten ist noch die die Ölmühle. Die würde ich ganz gerne in Betrieb nehmen. Bezüglich der Möglichkeiten für Rapsöl, für Sonnenblumenöl und Olivenöl. Richtig. Und da bin ich am Überlegen, ob ich eventuell
da, wo ich vor die Weinreben stehen hatte, da habe ich nämlich tatsächlich klar Schiff gemacht. Die habe ich auch weggerissen, diese 5, 6, 7 Weinreben, die auf so einem kleinen Feld standen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich da tatsächlich Olivenbäume hinsetze. Aber dazu will ich mir auf jeden Fall noch einen anderen Mod ziehen, weil diese normale Oliven-Erntemaschine finde ich ziemlich gleich wie die Weinerntemaschine. Von daher, das turnt mich nicht so unbedingt an. Mal schauen, was ich da so finde. Und dann klatschen wir da so ein paar Olivenbäume hin. Das wäre noch die nächste Möglichkeit. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Leute, dann soll es das heute auch gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Einschalten. Schönen Dank für den Support. Es wird natürlich hier auf der St. Kalle weitergehen. Ich hätte noch eventuell Laune auf ein Multiplayer-Projekt. Falls da irgendwie mal Interesse besteht. Ich wurde schon angeschrieben, aber das ist immer fraglich, weil ich ja auf der PC-Version spiele und man muss sich so ein bisschen mit den Terminen abstimmen. Aber schauen wir mal. Oder vielleicht noch ein zweites Single-Projekt. Ich weiß es noch nicht, aber dann muss es echt eine geile Karte sein. Weil St. Kalle ist momentan schon für mich ein ganz schönes Highlight. Ah, ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben. Ja? Ich zock gerne mal auch eine Karte an. Müssen wir mal schauen. Ansonsten habt ihr ja meine Map-Begutachtung auch noch immer am Start. Und da seht ihr ja häufig, was ich von der einen oder anderen Map halte. Ja? Gut. Dann machen wir hier Feierabend. Ich sage schönen Dank. Bleibt gesund. Support nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao.